Hallo, Servus, Unplugged Einstein im Paradies und jetzt bei einem Kurzvideo, ich weiß nicht wie lange das dauert, ich schaue mal und versuche ein Video zu gestalten im Paradies. Und ich bin ein Vorzeiger von A bis Z, kein Schaumschläger und kein Fantast, sondern ich habe alles ja, selber erschaffen, von nichts, beziehungsweise von ganz oben, von meinen Eltern. Aber das will auch keiner sehen, ja? Aber ich sage es trotzdem, weil die Wurzeln sind das Wichtigste. Und wir sehen, die Äpfel sind die Frucht vom Baum. Und wenn du den Baum nicht beachtest, dann hast du auch keine Früchte. Und wir brauchen alles regional. Kleingarten, 300 Quadratmeter reicht vollkommen für eine Kleinfamilie. Und das sollte für jede Jungfamilie zur Verfügung sein. Und bedingungsloses Grundeinkommen für Väter und Mütter. Dann gibt es keine Streiterei, da gibt es keine Familienförderung, da gibt es keinen Karenzscheißtrick, da gibt es keine Zerstückelung in der Familie und da können alle, also alle Omas und Opas auch, dann ist der Frieden. Hier und jetzt im Kleingarten. Und das sollte gestalten, vielfältig, nicht. Also giftfrei, hundertprozentig und regional, hundertprozentig. Mit den Öffentlichen, mit 1 Euro pro Tag, 24 Stunden inklusive Seilbahnen. Das heißt, Skifahren das ganze Jahr, Radlfahren das ganze Jahr und spazieren gehen das ganze Jahr. Das heißt, in der Natur mit den Seilbahnen auf den auf allen Bergen. Also das haben wir zur Verfügung, wenn wir wollen. Kalmberg, Biesenberg in Wien und Skischaukel bis Hütteldorf. Alles. Und natürlich weiter bis Baden, Mödling, alles. Und wir haben ja schon einen Austro-Takt gehabt bei der Eisenbahn. Das brauchen wir wieder. Alles mit den mit Autobussen. Ja, der Tosco-Ziel zeigt es vor in Burgenland, traumhaft, ja, super klasse. Und wir brauchen einen neuen Bürgermeister. Oder umdenken. Das ist auch ein Kleingartner. Aber er hat verhindert, dass man das kaufen kann. Nein, das soll man kaufen können, jederzeit. Und wer das kaufen will, der lebt ja dann dort. Der konsumiert ja dort, regional. Und das gehört alles verknüpft. Kreativ und Richtung Licht, das heißt Richtung Süden, ist da hinter mir. Und das ist Westen. Und deswegen ist da viel mehr Sonne, wie im Norden gar nicht. Braucht man nicht. Weder Einsichten oder Aussichten. Das ist praktisch, da kommt man. Das ist der Eingang. Und das kann man gestalten. Alles. Ja, jetzt gehen wir raus. Die Kleinheit ist nämlich das Interessante und die Vielfalt. Und es plätschert gemütlich durch Sonnenstrom. Und das kann man ausbauen. Am Dache
im Süden, ja, überall, wo es einen Sinn ergibt und ist gleichzeitig halt eventuell als Schutz, Sichtschutz und Lärmschutz. Und das sollte man überall gestalten können. Definitiv, wie du willst. Und Spielplätze gibt es genug. Da braucht man nicht jeden Garten einen Spielplatz machen, sondern miteinander. Und in so einem Dorf, das sind 300 kleine Häuser, da könnte man eine Taverne machen. Einen, ja, wo man sich trifft, wo man sich gerne trifft, austauscht. Mit dem, was man gerade zu viel hat, mit der Vielfalt. Und das kann man dann trocknen fürs ganze Jahr. Wir können das ganze Garteln das ganze Jahr unten im Keller mit LED-Licht von Österreich, Sunlight, traumhaft, sparsam und individuell. Und das ist ein Wald, die Vielfalt, das ist gut für die Lunge. Es ist erholsam, wenn ich 4 Tage arbeite und 3 Tage frei habe, dann habe ich ständig ein Urlaubsfeeling. Und da brauche ich keinen Arzt durch Urlaub oder sonst irgendwas. Das ist ja auch ein Stress, wenn du irgendwo hinfahren musst. Ne? Also das ist jetzt die Schrägen, was man da sieht. Das hat einen Sinn. Ich habe einfach mehr Sonne im Süden und weniger Schatten im Norden. Und das könnte man so gestalten auf der grünen Wiese. Mit Holz. Oder mit neuester Technologie und Dämmung mit Hanf. Ja, definitiv Hanf ohne der Freigabe, komplette Freigabe, ist kein Paradies. Da ist wieder die Polizei oder was weiß ich, irgendjemand brauchen wir nicht. Wir brauchen Schutz, aber keine Überwachung, ob du eh brav bist. Ja? Eine Entmündigung von A bis Z ist es. Mit ICAD, mit Chemie-Monopol. Und die Nahrung, da müssen wir aufpassen, was ist alles drin. In 9000 Produkten ist Aspartam drinnen, das ist krebserregend, Süßstoff. Und keiner schaut das Kleingedruckte, aus meiner Sicht. Schauen immer nur auf den Fernseher. Ich habe auch so eine Schüssel mit 4 Anschlüssen, aber keinen Receiver, das heißt keinen Fernseher mehr. Brauche ich nicht. Und wir haben auf Knopfdruck alles. Ohne Abo-Gebühren, wie es jetzt geplant ist, die ORF-Steuer. Kompletter Wahnsinn. Ja? Propaganda bis zum geht nicht mehr und eine, ja, wenn du dir anschaust, die Sommergespräche, naja, das sagt ja eh alles. Ja? Aus meiner Sicht. Sie wollen alles diktieren und paktieren. Ja? Wieder die Schwarzen mit den Blauen. Sehr, sehr, sehr gefährlich und jederzeit auf Knopfdruck zu machen. Ja? Schüssel mit Haider war im Jahr 2000. Da haben wir dann die Eurofighter gekriegt und Obduktionsverbot. Das heißt, du musst, das ist wurscht, wer stirbt und warum. Jeder muss das konsumieren, was der Arzt sagt. Angefangen mit Fluorid, was ich damals in der Kindheit noch gekriegt habe. Und jetzt kriegt es ja jeder mit der Zahnpasta. Ja? Unglaublicher Wahnsinn. Und die krebserregenden Stoffe beim Tabak, unglaublicher Wahnsinn. Dass das angeblich legal sein soll, ist ja
Schwachsinn und Irrsinn von den Mafia-Teilen. Ja, das Styropor, Baumwoll, Holz, Öl, Gas. Wir brauchen das Gas, was wir da haben, und nicht wieder in der EU irgendwo verteilt. Und auch keine Flüchtlinge verteilen. Ja, das heißt, der Schutz braucht, der kriegt einen Schutz. Aber selber machen, ja? Nicht eine Putzfrau und voll all inklusive. Ja? Das macht Unfrieden und man sagt, na, die Ausländer. Ja? Und das ist eine Hetzerei durch das, dass das System komplett versagt. Seit 20 Jahren vergessen auf den Sonnenstrom und anders verwendet, beziehungsweise gestockt jetzt mit dem Bill Gates und Co., mit dieser Mafia, und sie wollen die Nahrung auch monopolisieren. Mit Würmern und mit Adrenalin Fleisch. Ja? Unglaublich. Glyphosat, Gift bei den Pflanzen, obwohl es wir 80% nicht wollen haben und auch das Parlament zweimal gesagt hat, nein, wollen wir nicht. Wir kriegen es von der ÖVP in dem Netzwerk EU. Und EU ist aus meiner Sicht ein Teil von der NATO. Kriegstreiberei seit 2014 war der Putsch in der Ukraine, und jetzt ist ein Schauspieler der Präsident. Und der sagt, was los ist. Und unsere Arschlöcher, ja, die sagen mit. Die alle. Ja. Also von Van der Bellen angefangen. Der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Und das ganze Mafia-Geschichte, ja, das muss man einmal erkennen. Ich sage es jeden Tag auf Facebook. Live, eine Stunde, eine Predigt, und jetzt mache ich halt ein kurzes Video, und ja, ich genieße das Leben. Und ohne dieser Selbstliebe gibt es keine Gesundheit. Das heißt, die Gesundheit, die Selbstliebe ist einmal die Basis, überhaupt etwas zu gestalten. Und das ist ewige Energie, wenn du es verstehst. Das heißt, innen ist das Licht, und du drehst das unendlich, ohne dass sich das Kabel eindreht. Und das ist die Basis für unendliche Energie bei den Schienenfahrzeugen. Jedes Rad kann man Strom erzeugen, ohne dass irgendwo bremst. Ja, das heißt, das ist ein Magnetgenerator, und dieser Strom, wo es praktisch mit rennt, egal wie schnell der Zug um und um fährt, 200 km/h oder in der BIM, bei jedem Radl können wir Strom erzeugen. Umdenken. Ja, die Siemens ist bei mir in der Nähe, also Spuckweite, und dort gibt es transparent noch von meiner Leben 3.0 selbst finanziert, also das wird hoffentlich nicht gefladert werden. Kann man sich anschauen, beziehungsweise wir können das dort auch gestalten. Da gibt es Tennisplätze und eine Kantine. Ich habe da Montag bis Freitag Sprechstunde gehabt mit meinem Team. Männlein und Weiblein auf Augenhöhe miteinander. Und das ist Soziokratie. Und das kann man leben. Mit der Basis, mit MFG, mit wie heißen die? Grüne Plus, nein, KPE Plus, ja? Und gilt natürlich, und die Weißen natürlich, und der Pilz natürlich, und andere auch natürlich, auf Augenhöhe.
das ist die Fünf-Stern-Bewegung, wie es in Italien erfolgreich an der Spitze ist. Und wie das punktuell ausgeht und gemacht wird, weiß ich nicht. Aber es ist die Idee, seit vielen Jahren real zum Zuschauen bzw. zum Lernen. Wir brauchen Gemeinwohl und sonst gar nichts. Kein Pakt von Clubzwang ist und auch Koalitionspakt ist nicht in der Verfassung. Schaut euch die Verfassung an, Artikel 1, wir sind das Volk. Ja? Und wir brauchen einen Häuptling. Einen Häuptling. Und das bin ich. Aus meiner Sicht, wer sonst? Ich habe noch keinen gesehen. Ich suche seit mindestens 10 Jahren aktiv bei den Kleinparteien, aber auch bei den großen oder mittelgroßen. Haben wir den NEOS angeschaut und wie die gesagt haben, mit Impfpflicht bei den Masern schon, habe ich gesagt, habe dere nicht mit mir. Ja? Und da bin ich kompromisslos. Ja, und durch das ignoriert von den Roten, von den Grünen, von alle eigentlich. Aber es ist wurscht. Der Vorzeigeweg ist ja der ehrliche. Das ist das, was man herzahlen kann und nicht bla 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 bla. Ja, von nichts, ja, von null begonnen. Und das ist das Vorzeigeleben im Kleingarten. Mehr braucht man nicht. Und meine Eltern sind beide über 80 und Gott sei Dank trotz Immunisierung gesund, perfekt gesund. Ja? Und warum soll es morgen anders sein? Also das heißt angstfrei für ewig und nicht mehr immunisieren für ewig. Also aus meiner Sicht, was sie machen, kann ich nichts bestimmen. Ich kann es auch nicht von meinen Eltern, für meinen Sohn bestimmen, auch nicht für meine Schwiegertochter. Sie sind alle volljährig und durch das können sie alle machen. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen ist Frieden. Wir brauchen keine Familienbeihilfe, wir brauchen keine Karenz, wir brauchen keine Mietförderung oder sonst irgendwas, sondern Leben. Ja? Definitiv bedingungslos leben. Dann gestalten wir weiter das Paradies. Insel der Seligen war Österreich. 8-mal hintereinander in Wien die lebenswerteste Stadt dieses Planeten. Bis die Mafia zugemacht hat praktisch aus. Du darfst nicht mehr alternativlos. Du musst funktionieren mit Maulkorb und mit Test. Wir sind Testweltmeister in Wien. Und deswegen dürfen wir das alles nicht vergessen. Weil das kann jederzeit wieder kommen, eine neue Variante haben sie schon wieder in der Pipeline. Ne? Sie schätzen seit 100 Jahren, seit der spanischen Grippe, schätzen sie den nächsten Virus und den kann man sich immunisieren. Und dann Schnupfen auch anscheinend. Ja? Aber da darfst du keine Klimaanlage verwenden und nicht deppert sein. Ne? Also das heißt Anziehung. Und ja, richtig anziehen und nicht, es ist ja Sommer, aber der Sommer war heute in der Früh beim Einkaufen und beim Zeitung holen 15 Grad, das ist kein Sommer. Ja? Und da muss man halt anziehen, ja, sonst habe ich einen Schnupfen, also ich habe ein paar Mal niesen müssen beim, ja wurscht. Aber da brauche ich ja keine Impfung, ja? Oder sonst irgendwas, sondern wenn es mir nicht gut geht, dann lege ich mich nieder. Bedingungslos, immer. Mit vollstem Herzen das, was du magst. Egal, was du kochen tust oder ein bisschen Haushalt, wie halt die verwöhnten Männer sagen. Und die Frauen, die sind zerstritten oder zerrissen zwischen Familie und Haushalt und noch ein Job, weil die müssen sich ja gleich die Babys abliefern. Und so schnell wie möglich in den Job kommen, für das, dass sie 45 Jahre funktionieren und dann kriegst du eine Fantasie. Wir wissen es nicht. In Griechenland haben sie die Pensionen halbiert. Mit Geld
der EU in den Banken der EU und enteignet, die Chinesen haben alles gekauft und wir kriegen die Scheiße durch Sklavenarbeit importiert mit der Seidenstraße, passt nicht zusammen, erstens einmal Diesel, zweitens einmal nicht kompatibel mit der Schiene. Und das macht Christian Kern. Und Gusenbauer, der Ausgefressene, ist auch nur irgendwo in einer Mafia drinnen mit Benko. Ja, was kann der Benko? Warum kauft er Kronenzeitung und Kurier? Und bestimmt, wer da was sagen darf. Der Tassilo darf nicht mehr. Ne? Und andere dürfen auch nicht oder werden überhaupt ignoriert. Und jeder Leserbrief ist ja zensiert.